Herzlich willkommen hier zu diesem Video bei Meinungsheld. Heute möchten wir einmal die Plattform MMOGA für euch checken bzw. Erfahrungen nochmal mitteilen und auch nochmal klären, ob diese Plattform denn überhaupt seriös ist, wenn man sich da einen Account kaufen möchte oder eben zahlreiches Zubehör, was eben auf dieser Börse angeboten wird. Wenn euch das Video zu lang ist, schaut doch einfach nochmal unten in die Infobox vorbei. Dort haben wir die wichtigsten Infos nochmal für euch reingepackt und dort findet ihr auch nochmal einen Link zum aktuellen Angebot. Wenn ihr euch da was kaufen möchtet, lohnt es sich, da auf jeden Fall mal reinzuschauen und diese Angebote, die immer sehr begrenzt und tagesaktuell eben verfügbar sind, zu nutzen. Allerdings können wir euch nicht versprechen, dass das Angebot zu dem Zeitpunkt noch verfügbar ist, ganz egal, was ihr da kaufen möchtet. Es handelt sich bei MMOGA also um eine Webseite, auf der Guthabenkarten für diverse Online-Plattformen eben gekauft werden können, wie beispielsweise für das PlayStation Network oder den Microsoft Store. Und wenn man dann bei MMOGA was bestellt, so ist der Code tatsächlich innerhalb von bis zu 5 Minuten per E-Mail dann zugesendet worden. Das funktioniert auch relativ gut, wie wir festgestellt haben, und auch nochmal diverse Forenberichte, die hier zeigen auch nochmal eben, dass es sich um einen sehr seriösen und bereits etablierten Anbieter handelt, den es schon seit vielen langen Jahren gibt. Zudem gibt es hier ganz, ganz viele unterschiedliche sichere Zahlungsarten wie PayPal, PaySafeCard, Banküberweisung, Skrill und so weiter, aber auch GiroPay und so fort. Da braucht man sich also keine Gedanken zu machen bei den Zahlungsmethoden. Es ist allerdings wichtig, beim Kauf auf den Region-Lock ein Auge zu haben, denn einige Codes sind eben nur in bestimmten Ländern einlösbar. MMOGA weist allerdings normalerweise durch eine Länderflagge eben in der Bildbeschreibung auf diesen Region-Lock hin. Achtet also vor dem Kauf auf jeden Fall auf diesen Fakt. Letztendlich steht die Seriosität von MMOGA aber außer Frage, denn die Webseite hat auch auf Trustpilot ganz viele positive Bewertungen, 5 Sterne sogar teilweise insgesamt, also durchschnittlich eine sehr, sehr gute Bewertung, als hervorragend mit über 78.000 positiven Bewertungen. Und auch das Magazin Chip hat in der Vergangenheit sehr, sehr gute Erfahrungen mit MMOGA gemacht und einen Artikel auch dazu veröffentlicht, und die Codes kommen tatsächlich auch wirklich innerhalb wenigen Sekunden, zumeist in der Praxis dann wirklich im E-Mail-Fach an, und sollte es da Probleme geben, kann man sich da auch immer noch per E-Mail an den Support wenden. Ein bisschen schade finden wir, dass es da keinen telefonischen Support gibt, aber man kann eben ganz einfach auf das Kontaktformular gehen und da dann sämtliche Fragen stellen, auch nach dem Kauf. Und insgesamt können wir sagen, dass der Vermittlungsablauf sehr, sehr einfach vonstatten geht und wirklich MMOGA eigentlich die führende Plattform ist für solche Arten von digitalen Produkten, die man kaufen möchte. Und ja, letztendlich ist die Seriosität auf jeden Fall nicht anzuzweifeln hier, und auch preislich gesehen gibt es da kaum günstigere Anbieter. Wenn ihr aber in Deutschland bestellen wollt und nochmal ein bisschen was sparen wollt, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung vorbei. Vielleicht lohnt sich das auch für euch und ihr findet da noch den einen oder anderen Schnapper. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß, viel Erfolg und einen Daumen hoch, und über ein Abo würden wir uns ebenfalls freuen.